Moin und hallo, ich bin Thomas Pollack, Gesellschafter und Geschäftsführer der Probis Media Solutions, zusammen mit Michael Schön, verantwortlich für das Große und Ganze. Ich bin ausgebildeter Fotokaufmann und Fotograf und fotografiere tatsächlich auch noch ein bisschen selber, gerne zum Beispiel mit dem Fuji GFX-System für den einen oder anderen Minijob unter Freunden. Und habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren die Leica Q2 für mich entdeckt, was meine absolute Lieblingskamera ist und die ich auch tatsächlich für eine der besten Kameras halte, die es aktuell gibt. Also mir macht Spaß, mit der Leica ab und zu mal irgendwelche Nachtaufnahmen mit netter Lichtstimmung zu machen. Bietet sich bei der Kamera einfach an, macht Spaß und ist schnell unkompliziert gemacht. Das ist meine quasi immer dabei Kamera. Seit 2008 gibt es den Standort in Berlin. Wir haben hier einen ganz schönen Gewerbehof. Wir haben eigene Parkplätze vor der Tür. Eine nette, ruhige, entspannte Atmosphäre, in der sich die meisten unserer Kunden ganz wohl fühlen. Die Probestandorte sind ganz bewusst nicht in Einkaufsstraßen und in S1A-Lagen oder so. Wir wollen ein bisschen zurückgezogen sein, um ein bisschen eine entspanntere Atmosphäre anbieten zu können. Da wir in der Regel Kunden haben, die wissen, wo wir sind und Stammkunden sind, funktioniert das ganz gut. Nicht ganz so gut funktioniert es für Leute, die uns noch nicht kennen, was wir hiermit ein bisschen aufarbeiten möchten und uns natürlich freuen über jeden, der kommt. Auch ganz besonders eigentlich für Leute, die engagiert im Fotothema drin sind und ihr Hobby ausleben wollen, weil auch da können wir helfen und möchten mit diesem Video auch ein bisschen die Schwellenangst runterkriegen, weil oft hier doch Leute reinkommen, die ein bisschen beeindruckt sind von der vielen Technik, die rumsteht. Haben wir schon oft erlebt, aber ist es überhaupt nicht nötig. Wir haben jeden gerne hier drin und wir beißen nicht. Wir haben oft ein langjähriges und persönliches Verhältnis zu vielen Stammkunden oder es entwickelt sich hoffentlich, und das ist der Wunsch, auch ein langjähriges Verhältnis zu neuen Kunden und auch ein gerne persönliches, weil gerade im Profibereich ist das alles recht persönlich und wir hören oft auch, dass die Kunden sagen, sie gehen zu Thomas oder Benjamin oder Martin, was Berlin betrifft, und gar nicht sagen, sie gehen jetzt zu Probis, sondern das zeichnet so ein bisschen das persönliche Verhältnis aus, was mit den Kunden entsteht und was uns allen auch viel Spaß macht. Wir haben in Berlin ein paar Kunden, das liegt sicher ein bisschen an den örtlichen Gegebenheiten, es gibt hier halt eine Menge sogenannte Online-Content-Studios. Das hat mal angefangen mit einem Kunden, hat sich super entwickelt und daraus ist eine Menge Erfahrung geworden in dem Bereich, sodass wir auch verschiedene kleinere und auch größere Studios komplett ausgestattet haben, weil das Know-how da ist und auch nicht nur das Know-how, sondern das Wissen, wie setzt es vielleicht der eine oder andere in dem Studio um, und man kann dann ein bisschen helfen und sagen, die Firma X macht das zum Beispiel so und so, hat sich bewährt, wäre vielleicht auch eine Idee, das für euch zu machen. Ansonsten gibt es natürlich eine Menge Journalisten in Berlin. All die Herrschaften kommen hoffentlich gerne zu uns, also sind hier auf jeden Fall sehr gerne gesehen und wir arbeiten gerne mit denen zusammen und helfen ihnen, sind oft Problemlöser, falls mal die eine Kamera ausfällt oder schnell ein Objektiv ersetzt werden muss oder mal schnell was für einen speziellen Job gemietet werden muss. Es gibt auch tatsächlich gerne Leute, die einfach nur mal auf einen Kaffee vorbeikommen, was auch grundsätzlich möglich ist, wenn hier nicht die Hölle los ist. Hallo, ich bin Benjamin Schmidt, arbeite seit 2012 bei Probis. Ich habe eine ausgeprägte lange Sammelleidenschaft, deshalb beschäftige ich mich gerne mit den gebrauchten Kameras. Und ansonsten bin ich der absolute Technikfreak. Ich setze mich wirklich gerne abends mit der Kamera hin, stelle das gerne ein, fricke da gerne rum. Ist ja echter Technikfreak. Ja. Bin geborener Berliner, habe es auch noch nie weiter weggeschafft, außer mal für 3 Wochen, 4 Wochen in Urlaub. Ich bin hier und ich werde wahrscheinlich hier auch alt werden, wenn ich nicht irgendwann mal nach Mexiko auswandere. Ich fotografiere selber auch. Ich habe selber ein Fuji X-System, also mit einem APS-C-Sensor. Und die habe ich mir angeschafft, nachdem ich mit meinem Nikon Vollformat-System unter anderem auch nach Mexiko gereist bin und dann irgendwann satt hatte, die 2,8er Optiken mitzuschleppen. Ich profitiere jetzt einfach von einer richtig kleinen, super guten Kamera mit super guten Objektiven.
Damit fotografiere ich dann durchaus noch mehr. Ich bin auch nicht abgeneigt, mit dem Handy zu fotografieren. Wenn das gut funktioniert, hat das ja auch seine Berechtigung. Ich fotografiere lieber gerne lebende Dinge als tote Dinge. Das heißt also, ja, bei mir darf gerne ein Mensch drin sein, bei mir darf gerne ein Fahrzeug drin sein, was sich bewegt, aber es sind keine Sachen, die nur rumliegen. Ich weiß, dass der Markt hart umkämpft ist. Ich weiß, dass viele, viele Leute auch für weniger Geld den Job machen, als es eigentlich wert wäre. Ich glaube, es ist auch ein sehr, sehr kreativer Markt dadurch. Ich glaube auch, dass jeder so seine Berechtigung hat. Und ich respektiere auch Leute, die tote Sachen fotografieren, sage ich jetzt mal. Was irgendwie ja auch seine Berechtigung hat. Also ein Interieurfotograf hat auch von mir großen Respekt, genauso wie der Porträtfotograf oder der Stilllife-Fotografer. Ich habe mal eine Woche in Hamburg gearbeitet. Das war auch echt spannend. Ich bin natürlich am liebsten in Berlin, weshalb ich es auch noch nie weiter weggeschafft habe. Aber es war trotzdem spannend. Es ist immer mal spannend, mit Kollegen zusammenzuarbeiten und sie nicht nur auf einer Messe oder auch auf einer Weihnachtsfeier zu treffen. Es ist spannend, mal eine andere Kunststruktur zu kennen, kennenzulernen und eben auch mal mit den Kollegen zusammenzuarbeiten. Das ist einfach was ganz anderes. Ich würde immer Berlin bevorzugen. Aber trotzdem fand ich es sehr spannend, in Hamburg zu sein. Wenn ich nicht fotografiere, fahre ich gerne Rad oder bin draußen in der Natur und am liebsten am Wasser. Und im Optimalfall kombiniert man mit dem Radfahren, Fotografieren und auch meine Leidenschaft Angeln. Das kann man nämlich gut machen. Ich habe verschiedene Fahrräder. Ich habe ein Jobrad von Probis, das ist ein Elektrofahrrad. Das hilft mir, nicht verschwitzt zur Arbeit anzukommen. Ich habe aber gestern Abend wieder gemerkt, dass es auch Sinn macht, nach dem Feierabend mal mit dem Rad rauszufahren und auch einen Umweg zu fahren, um ein bisschen Training zu haben. Mir macht das Spaß.